Viele von euch haben sich gewünscht, dass ich ein Schmucksammlungsvideo drehe und wie ich meinen Schmuck organisiere und aufbewahre. Und ja, genau das habe ich heute für euch abgedreht. Und ich möchte von vornherein sagen, dass ich jetzt nicht so der allergrößte Schmuckfanatiker bin. Ich habe jetzt also nicht massenweise Schmuck. Ich habe so einige Dinge, die ich sehr, sehr gerne mag, die ich auch immer wieder anziehe. Aber es gibt bei mir halt auch viele Tage, an denen ich gar keinen Schmuck trage, außer vielleicht Ohrringe, die habe ich meistens an, aber Ketten und Armbänder und Ringe, die stören mich irgendwie meistens. Ich weiß auch nicht, wenn ich in der Uni sitze und viel schreiben muss oder so, und wenn ich dann Armbänder hier um das Handgelenk habe, dann liegt meine Hand da so drauf auf und dann tut mir das teilweise weh und ich weiß auch nicht, das stört mich einfach. Und deswegen ziehe ich jetzt nicht so oft Schmuck an und deswegen habe ich auch nur so meine Lieblingsstücke hier bei mir und ja, mit denen komme ich eigentlich ganz gut klar und die möchte ich euch jetzt zeigen. Ich weiß natürlich jetzt nicht mehr bei jedem einzelnen Teil, woher ich das habe, aber ich versuche mich im Großen und Ganzen, so gut es geht, daran zu erinnern. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was euch am liebsten gefällt, welches Teil, und ja, dann starten wir jetzt mit dem Video. Tschüss! Als erstes wollte ich euch natürlich gerade mal noch zeigen, was ich denn heute für einen Schmuck trage. Und das ist zum einen hier diese kleinen Steckerohrringe, das sind einfach nur so Glitzersteine. Ich glaube, die sind aber sogar hier echt Gold, aber das sieht man kaum. Man sieht eigentlich nur diesen Glitzerstein. Und dann habe ich noch eine Kette von Guess an. Das war ein Geschenk von meiner Mama. Und ja, die finde ich sehr schön. Das ist halt eine so etwas dickere Kette, wie die auch im Moment eigentlich ziemlich in Mode sind. Dann kann man die ganz leicht auf und zu machen. Das ist für mich immer ein großer Pluspunkt, weil besonders wenn ich längere Nägel habe. Und ja, dann kann ich diese kleinen Häkchendinger nicht aufmachen. Ja, und an der Kette ist auch noch so ein Herz, wo Guess auch draufsteht. Und noch hier so ein kleiner roter Anhänger. Der ist, glaube ich, auch typisch für Guess. Ja, und das wäre noch nicht alles, was ich anhabe. Diesen Ring habe ich jeden Tag an, weil das ist, ja, so ein Partnerring. Der ist von Bruno Banani. Mein Freund hat den gleichen, natürlich ohne Silberstein. Und den finde ich sehr schön. Der ist nämlich zweifarbig. Einmal oben und unten ist so ein Silber und in der Mitte so ein Gold-Rosé-goldener Streifen. Ich glaube, die bestehen aus Titan. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, und das wäre dann, was ich heute anhabe. Und jetzt seht ihr meine restliche Schmuckkollektion und wie ich das Ganze aufbewahre. Ja, das wäre jetzt die Kiste, in der ich meinen Schmuck sortiere. Ich weiß leider nicht mehr genau, woher die Kiste ist, weil das war ein Geschenk von meiner Mutter und die kann sich nicht mehr erinnern. Ich denke aber, dass die von eBay war oder von dieser Internetseite, die hier drauf steht, www.timetex.de. Ich werde mal für euch nachschauen, wie viel die Kiste kostet und ob sie noch gibt und so weiter. Und dann werdet ihr die Links unten in der Infobox wiederfinden. Ja, auf jeden Fall kann man die sehr gut zumachen. Also hier sind auch noch solche, ja, Zumachdinger, Verschlüsse, keine Ahnung. Und wenn man die öffnet, seht ihr, dass die ganz viele kleine verschiedene Fächerchen hat. Und hier sind diese einzelnen Trennwände dabei gewesen, die man je nach Belieben einordnen konnte. Das heißt, man kann sich diese einzelnen Fächer ja, beliebig nach Größen sortieren. Ich finde die Kiste sehr gut zum Organisieren von Schmuck, weil man einfach die Sachen auf einen Blick hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel kleine Ohrringe heute anziehen möchte, dann gehe ich direkt zu diesem Fach. Und ja, man hat einfach eine gute Organisation, wie ich finde. Um euch einen kleinen Überblick zu verschaffen, ich habe hier meine Uhren, hier meine Armbänder, hier sind etwas größere silberne Ohrringe, hier goldene Ohrringe und hier sind kleine Stecker. Hier habe ich die meisten meiner größeren Ketten und in den kleinen Fächern sind einzelne Ohrringe. Ringe habe ich hier und noch ein paar Ketten und so weiter. In dem etwas größeren Fach sind meine Kreolen und hier sind noch Federohrringe, weil ich die nicht so zerknicken möchte. Ja, und jetzt werde ich euch die einzelnen Fächer und das, was natürlich da drin ist, nochmal im Detail zeigen. So, fangen wir jetzt mal hier mit dem untersten Fach an. Hier habe ich meine beiden Lieblingsuhren drin und zwar einmal diese hier, die ist wunderschön, die hat mir meine Mutter geschenkt. Die ist voller Glitzersteine und ist von DKNY. Und ja, das ist eigentlich so mit meiner Lieblingsuhr, weil die ist sehr schmal, die stört überhaupt nicht am Handgelenk und die rutscht auch überhaupt nicht. Die ist also ziemlich stramm, das mag ich immer ganz gern bei Uhren. Und ja, die finde ich wunderschön. Die ist halt meine Go-To silberne Uhr. Und hier habe ich meine Go-To goldene Uhr und die habe ich von meinem Freund zum Geburtstag geschenkt bekommen.
Und ja, die hat auch Glitzersteine rund ums Ziffernblatt und die ist ein bisschen größer. Das ist also auch so eine typische Uhr, wie sie im Moment ganz viele haben. Und die ist von Bijou Brigitte. Hier habe ich jetzt ein paar meiner Armbänder. Ich weiß nicht mehr, woher die sind. Keine Ahnung. Das sind einfach solche weiß geflochtenen Perlenarmbänder. Hier ist noch so ein goldweißes. Aber wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, woher die sind. Kommen wir nun zu dem Fach daneben. Und hier habe ich einfach meine silbernen, etwas größeren Ohrringe reingetan. Und zwar habe ich hier diese. Das ist so ein Stein in so einem Newton. Und da drumherum ist halt so eine geflochtene Silberoptik. Und hier habe ich noch solche, ja, sind auch so ein geflochtener Stil. Ich weiß auch nicht, wie ich das beschreiben soll. Die habe ich von Primark, das weiß ich noch. Und dann habe ich hier noch solche kleinen Schleifenohrringe. Die mag ich auch total gerne, weil ich so ein Schleifenfreak bin. Und ja, ich weiß aber leider nicht mehr genau, woher die sind. Ich glaube irgendwie aus so einem Stand im Müller oder so ähnlich. Ja, und hier neben, in dem nächsten Fach, habe ich meine etwas größeren goldenen Ohrringe. Und da habe ich zum Beispiel diese hier, die finde ich sehr edel, die ziehe ich oft zum Weggehen an. Ja, es sind einfach schwarze Steine mit goldenem Rand. Und die habe ich von Primark. Dann habe ich noch hier solche goldenen Blumenohrringe, die habe ich auch von irgendeinem Stand. Beziehungsweise die gehören eigentlich meiner Mutter, die habe ich da abgeknöpft. Diese Ohrringe habe ich auch von so einem Stand und die finde ich auch sehr schön. Da habe ich auch eine passende Kette zu, die ich euch gleich zeigen werde. Und hier habe ich noch solche Kreuzohrringe. Da habe ich aber leider den zweiten irgendwie verloren. Den muss ich mal irgendwie wiederfinden. Ich glaube, den habe ich in irgendeiner Tasche oder so vergessen. Auf jeden Fall ist der auch von Primark. Weiter geht's zu meinen ganzen Steckern. Und die habe ich eigentlich so gut wie alle von Primark. Das kennt ihr bestimmt. Da gibt es immer diese für 5 Euro diese ganzen Paletten mit ganz vielen verschiedenen Steckern. Ja, und hier sind halt solche Blumen, normale Steinchen und, ach, keine Ahnung, so Glitzerstecker, alles Mögliche. Und hier habe ich dann auch noch so kleine Schleifenohrringe mal wieder drin. Ich meine, die waren auch mal von Primark, bin mir aber nicht mehr so ganz sicher. Die ziehe ich auch sehr, sehr, sehr gerne an. Da kriege ich auch oft Komplimente für, woher ich denn diese schönen Schleifenohrringe habe. Kommen wir jetzt zu dem größeren Fach und hier habe ich einfach so eine normale Perlenkette, die ist natürlich nicht echt. Und hier neben habe ich meine heißgeliebte goldene dicke Kette von H&M. Die hat, glaube ich, 7 Euro gekostet, soweit ich mich erinnere. Da kriege ich auch oft sehr viele Fragen, woher ich die habe. Also wie gesagt, von H&M. So, hier neben habe ich jetzt so ein kleines Amulett und das habe ich von Chibos, auch in Gold. Und hier habe ich mal wieder eine Kette von Primark. Das ist einfach so eine Eule und in der Mitte ist so eine Scheibe. Ich frage mich eigentlich, warum da überhaupt eine Scheibe ist. Hätten sie doch einfach leer lassen können hier in der Mitte. Aber gut, ja, die Augen sind so Glitzersteine und die ist halt ziemlich lang. Daneben habe ich eine ziemlich dicke Kette wieder mit einer fetten Parfümflasche drauf. Und ja, das Ganze ist in so einem Schwarz- und Dunkelsilber gehalten. Und ich weiß leider nicht mehr, woher die ist. Dann habe ich hier mein Lieblingsamulett. Und das ist, glaube ich, von Street One, wenn ich mich nicht recht erinnere. Das habe ich mal zu Weihnachten, glaube ich, bekommen. Und ja, das ist wirklich ein sehr schönes Teil. Das hat so dunklere Glitzersteine, helle Glitzersteine, in der Mitte noch so einen dunklen und solche schönen Verschnörkelungen und so weiter. Kommen wir nun zu meinem Kreolenfach. Da habe ich in letzter Zeit nicht wirklich was Neues gekauft. Die habe ich mal von einer Freundin zum Geburtstag bekommen. Das sind eigentlich, glaube ich, alles die gleichen, nur in verschiedenen Größen, also klein, mittel und groß. Und die habe ich, beziehungsweise hat sie von Forever 18, glaube ich. Hier neben habe ich jetzt den Großteil meiner Ringe. Und zwar habe ich hier einmal diesen silbernen Ring, der aussieht wie so eine Blüte mit Glitzersteinen in der Mitte. Den finde ich sehr schön. Kann ich ja mal zeigen, wie der angezogen aussieht. Den trage ich dann meistens am Mittelfinger und das sieht dann so aus. Finde ich sehr, sehr schön. Ist einer meiner Lieblingsringe. Dieser Ring, den habe ich eigentlich mal meiner Mutter geschenkt, aber irgendwie, glaube ich, hat sie den nie so angezogen. Und der ist jetzt irgendwie bei mir gelandet. Frag mich nicht, warum. Den habe ich auch aus einer Drogerie gekauft. Das ist so ein bisschen ein teurerer Ring. Und man sieht, das ist so ein Leopard oder irgend so eine Raubkatze. Und den finde ich richtig cool, mit Glitzersteinen besetzt. Dann habe ich noch so einen türkis-blauen Ring, den habe ich auch aus irgendeinem Stand und ja, wenn man ein passendes Outfit anhat, dann ist der richtig schön.
Ja, und den Ring, den habe ich früher abgöttisch geliebt. Und zwar ist das die silberne Edition von dem Ring, also dem Ring von Herr der Ringe. Und ja, der sieht auch schon richtig abgetragen aus. Den hatte ich früher immer an, weil ich voll der Herr der Ringe-Freak war. Hier neben habe ich jetzt noch so ein kleines Armband. Ich meine, das wäre sogar auch echt Gold und gehört auch meiner Mutter. Ups. Ja, und das hat einfach noch so kleine türkisene Glitzersteine drin. Das ist jetzt ein Armband und zwar ja mit solchen verschiedenen Anhängern dran, die man so dazu kaufen kann. Hier ist zum Beispiel ein High Heel, hier ist ein Glitzersteinball und was haben wir hier? Ach, ein Fisch, weil mein Sternzeichen Fische ist. Hier habe ich jetzt einen Anhänger und irgendwo ist auch bestimmt noch die passende Kette dazu. Und zwar ist das so ein Herz und das ist von Christ. Und das ist hier an den Seiten mit Glitzersteinen besetzt. Ist auch ein Lieblingsstück von mir. Ja, ziehe ich aber ehrlich gesagt nicht mehr so oft an, weil mir das mein Ex-Freund geschenkt hat. Ja, egal. Daneben habe ich eine Kette mit einem Anhänger und zwar einem Schlüssel. Und ich hatte mal so eine Phase, da fand ich Schlüssel total cool als Kette. Auf jeden Fall habe ich das auch aus irgendeinem Schmuckladen, Oro Vivo oder so ähnlich. Der Schlüssel hat hier oben so eine Herzform und ist auch wieder mit Glitzersteinen besetzt. Das ist jetzt eine Kette, die ist relativ neu. Da hatte ich auch ein Foto auf Instagram gepostet. Das ist einfach so eine, ja, mit so Spitzen dran. Die sieht echt cool aus, also sehr modern in Gold und Schwarz. Das sind einfach nochmal so große gelbe Ohrringe. Die ziehe ich aber jetzt nicht so oft an, weil ich eigentlich auch nicht so viele gelbe Klamotten habe und so weiter. Kommen wir jetzt zu der letzten Reihe. Und hier habe ich jetzt, wie gesagt, meine Federohrringe drin. Das sind solche langen Federohrringe, wo man aufpassen muss, dass die einem nicht kaputt gehen. Und die habe ich, glaube ich, auch aus irgendeinem Stand. Und dann ist hier noch ein schwarzes Armband, was ich bei meinem Abiball anhatte. Ich hatte nämlich ein gelbes Kleid mit schwarzem Schmuck. Und hier habe ich mal wieder eine Eulenkette. Und zwar habe ich die mir in Israel gekauft und die finde ich auch richtig süß. Die Eule ist richtig cool, die hat solche Glitzersteine, Augen und hier sind auch überall noch Glitzersteine und das Ganze ist in so einem, ja, Dunkelsilber. So, das ist jetzt eine ganz besondere Kette, denn das war das erste Geschenk von meinem jetzigen Freund, damals zum Geburtstag. Da waren wir gerade mal, oh, ich weiß nicht, 2 Wochen oder so zusammen. Deswegen hatte er das Pech, dass er mir dann direkt was schenken musste, sozusagen, wo wir uns noch gar nicht so richtig gekannt haben. Und ja, hier ist einfach so eine Kette mit so 2 Kugeln dran. Einmal mit so einer Perle drin, einmal ohne. Und ich meine, die wäre von Esprit. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Das hier ist jetzt die Kette, wo ich die passenden Ohrringe zu habe. Beziehungsweise einigermaßen passend. Ja, und das ist so eine altgoldene Kette, würde ich sagen, mit einem türkisen und Glitzerstein in der Mitte. Und ja, die Ohrringe ziehe ich dann meistens dazu an, weil ich finde, die passen ganz gut. Das sind nochmal so orangene Ohrringe, die finde ich ganz schön, die sind so schimmernd mit so ganz kleinen Plättchen. Daneben habe ich einen richtig coolen Ring, den habe ich mir in Schottland gekauft, glaube ich. Und zwar steht da drauf Love mit so einem Herz und das ist so ein Doppelring. Das Ganze zieht man dann über 2 Finger, das sieht dann so aus. Ist immer ein bisschen blöd, wenn man die Finger nicht mehr so wirklich auseinander bekommt und das stört ein bisschen. Aber manchmal ziehe ich den an, weil ich den eigentlich richtig cool finde. Das ist nochmal so eine Billigkette von Primark. Die sieht aber auch nicht mehr so ganz gut aus. Ja, stimmt ja doch nicht. Ja, die ist schon ein bisschen abgetragen. Da ist so ein Vogel drauf, ein Stein und ein Herz. Und im letzten Fach habe ich nochmal Federohrringe. Die sind auch noch relativ neu. Und die habe ich, glaube ich, im New Yorker gekauft. Und das sind einfach verschiedene kleine Federn in solchen Naturtönen, würde ich mal sagen. Braun, rötlich, beige, Natur und so weiter. Ja, und hier oben ist alles in Gold. Ja, das wäre dann meine Schmucksammlung gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu den einzelnen Stücken oder zu der Box oder irgendwie sonst, dann schreibt sie mir doch einfach in die Kommentare und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss!